This is my story. We thank you that you chose to answer her prayers to you through a great president named Donald Trump. Beten im Oval Office. Ein Fotoshooting mit erhobener Bibel. Mike Pence als ultrakonservativer Vizepräsident an seiner Seite. Es sind Bilder, die sich ganz gezielt an eine einflussreiche Wählergruppe richten. Die größte religiöse Strömung in den USA, die Donald Trump im November erneut ins Weiße Haus verhelfen könnte. I believe God put Donald Trump in the president's seat to bring this nation back. Father, I thank you that we have a president, President Donald Trump, who believes in the power of prayer. Father, in the name of the Lord Jesus Christ. Präsident Trump und die evangelikalen Christen. Es ist eine bemerkenswerte Allianz. Der Mann, der sein Geld in der Vergangenheit mit Casinos verdiente. Der zweimal geschieden ist und in eine Affäre rund um einen Pornostar verwickelt war. Hi everyone. Wie konnte ausgerechnet dieser Präsident die traditionsbewussten Evangelikalen hinter sich vereinen? Und wird es ihm im November erneut gelingen? Besuch in Nashville, Tennessee, Herbst 2018. Wir trafen damals Steve Warren, einen evangelikalen Pastor und Country-Sänger, der Donald Trump in seinen Songs lobpreist. Are we ready? Make America great again. A vote for Trump is where it begins. We'll be walking tall and talking proud like one time we did. When Donald makes America great again. And he'll make America great again. Per Skype nehmen wir nun wieder Kontakt mit ihm auf und möchten wissen, stimmt Steve im November erneut für Trump? I'll just put it to you like this. Promises made, promises kept. What Donald Trump said he would do for this country, he's done exactly what he said he would do. And that's for everyday people walking up and down the street and the church that, of course, I represent, the Church of Jesus Christ. Shout out to somebody. Hey. Eine Haltung, die er predigt. Seine Kirche in Cookeville, Tennessee, nutzt er dieser Tage auch für Wahlwerbung. We're not an abortion clinic here. We the Church of Jesus Christ is where we allow people to live, not die. Yes. Come on, amen. So what are you trying to say? It's plain as a nose on your face. Figure out who stands for what and vote that direction. Right. There's a man that God has put in office that stands against abortion. I sung for you, Mr. Trump. That's all right. I love it. I love it. What do you think about that? Believe me. Trump hat nicht nur Steve Warren von sich überzeugt. 80 Millionen US-Amerikaner bezeichnen sich selbst als Evangelikale, eine Bewegung innerhalb des Protestantismus, die besonders bibeltreu ist. 2016 wählten 81% der weißen Evangelikalen Donald Trump. Zwar sanken die Zustimmungswerte zuletzt ein wenig. Laut einer Studie des Pew Research Centers in Washington D.C. von Ende Juni wollen nun nur noch 72% für eine zweite Amtszeit stimmen. Trotzdem gehören die Evangelikalen noch immer zu Trumps wichtigsten Anhängern. Es ist ein Zweckbündnis, das hält. Also die Beziehung zwischen Trump und den weißen Evangelikalen kann man nicht moralisch oder religiös bezeichnen. Das ist einfach eine politische Interessengemeinschaft. Und Trump sieht, glaube ich, auch in den Evangelikalen eher so eine Interessengruppe, die ihn unterstützt. Und er weiß, er bekommt die Unterstützung, wenn er liefert. Und das tut er. Zum Beispiel, als er Anfang des Jahres als erster US-Präsident beim sogenannten March for Life auftrat, der Parade der Abtreibungsgegner. We're here for a very simple reason, to defend the right of every child, born and unborn, to fulfill their God-given potential. Trump richtete auch seine Nahostpolitik nach den Zielen der Evangelikalen aus. I recognize Israel's true capital opened the American embassy in Jerusalem and recognized Israel and its sovereignty over the Golan Heights. Nobody else. They talked about it for years.
Und nach dem Tod der liberalen Verfassungsrichterin Ruth Bader Ginsburg will Trump die ultrakonservative Amy Coney Barrett als Nachfolgerin. Eine tief religiöse Katholikin, die am Supreme Court daran mitwirken könnte, das 1973 gefallene Urteil Roe v. Wade zu kippen, das schwangeren Frauen das Recht gibt, selbst über eine Abtreibung zu entscheiden. Diese Bilder entfachten eine besonders kontroverse Debatte. Während der Black Lives Matter-Proteste ließ sich der US-Präsident den Weg zu einer Kirche gewaltsam freiräumen, um dann mit einer Bibel zu posieren. Doch bei Steve Warren kam die plumpe Inszenierung offenbar gut an. I'll tell you exactly what I thought. I thought that was his way of saying to America, we stand for the gospel. He didn't do that for a prop. He didn't do that to be seen and heard and just to mask a situation. No, not the president of this nation. I'll tell you that. And I really believe that with all my heart. Trumps Stärke, Menschen um sich zu versammeln, die die evangelikalen Wähler direkt ansprechen. Amen. God is such a good God. Paula White zum Beispiel, Pastorin in einer Mega-Church in Florida, die alle Gottesdienste live streamt. White ist mittlerweile Trumps spirituelle Beraterin. No matter what the enemy comes against you, which is when you raise your hallelujah. Thank God every day that he gave us a leader like President Trump. Oder Pastor Robert Jeffress, der Trump schon 2016 im Wahlkampf unterstützte und regelmäßig auf Fox News für ihn Stimmung macht. Trump nutzt aus, dass in den USA zwar Kirche und Staat getrennt werden, nicht aber Religion und Politik. Der Glauben seiner Anhänger ist ihm vermutlich ziemlich egal. Was zählt, sind Wählerstimmen. Das machte er schon 2018 bei einem Treffen mit evangelikalen Pastoren im Weißen Haus unverhohlen deutlich. Thank you again to all of my friends and faith leaders for being here tonight. You are really special people. The support you've given me has been incredible, but I really don't feel guilty because I have given you a lot back, just about everything I promised. And in den USA beschreiben sich fast 25% der Wähler als Evangelikale. Und wenn man sich die Wahlergebnisse 2016 anguckt, fast die Hälfte der Wähler von Trump sind Evangelikale. Also ohne diese Gruppe kann er die Wahl nicht gewinnen. Diese Gruppe ist natürlich historisch konservativ und wählt schon immer Republikaner. Aber er muss eben immer wieder deutlich machen, weil er selbst von seinem Lebenslauf und von seinem Charakter eigentlich von dieser Wählergruppe nicht akzeptiert werden kann, dass er immer noch liefert. Und deswegen braucht er diese symbolischen Auftritte, deswegen holt er die Leute, versammelt sie um sich, macht Predigten im Oval Office, um eben zu dokumentieren, ich liefere noch, ihr könnt mich noch wählen. Bei Steve Warren aus Tennessee hat diese Inszenierung bereits vor 4 Jahren verfangen. Und er setzt noch immer auf Trump. Hey, Mr. Trump. I said, hey, President Trump. Hey. I believe God put Donald Trump in the presidency. God put him there. And if God put him there, no man can take him out. And he is draining the swamp. He's draining the swamp.